Oh, endlich Pause. Boah, weißt du was, was ich dir noch gerade erzählen wollte? Das wollte ich dir schon die ganze Zeit erzählen. Also wir waren ja gestern in der Stadt, ne? Und da hat so eine neue Eisdiele aufgemacht, aber das war mega krass, weil die hat auf einmal so blaues Eis. Und das ist jetzt natürlich die Frage. Ja, genau, blaues Eis. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für eine Sorte? Also, ist das Schlumpfeis oder ist das einfach nur irgendein anderes blaues Eis? Oder ist das nach einem Getränk von der blauen Fanta vielleicht? Also, das wäre ja auch eine krasse Mischung, ne? Blaue Fanta und Eis. Also. Komm gleich wieder, ich muss mal kurz raus. Aber ich wollte doch noch erzählen. Hallo? Oh, endlich Pause. Hallo? Hallo? Ey, die Pause, das ist 5-Minuten-Pause, ne? Die ist gleich schon wieder vorbei. Ja, hallo. Ja, aber die 5 Minuten, das lohnt sich. Ich muss einmal ganz kurz. Wer schläft in 5 Minuten denn? Toll, mit wem rede ich jetzt? Ah, endlich Pause! Und das, weißt du was? Das können wir jetzt auch direkt nutzen, damit wir die Hausaufgaben, die wir gerade eben aufbekommen haben am Ende der Stunde, direkt auch. Natürlich, weil das Schöne ist, dann kann ich heute Abend noch mehr Hausaufgaben in den anderen Fächern machen. Und das finde ich echt dufte, weil wenn ich die jetzt schon mache, dann komme ich nach Hause und habe das Gefühl, dass ich alles schon fertig habe. Also, das war folgendermaßen. Wir werden ja Nummer 6. Soll ich mal ein bisschen entspannen in der Pause? Für mich ist das entspannt, Aufgaben zu rechnen. Also, ich verstehe gar nicht, warum ihr immer einfach nur nichts macht. Also, das kann man auch noch später machen. Erstmal die Hausaufgaben rechnen. Also Nummer 6, 7, 8, 9 hatten wir auch. Und Nummer 10 A und B nicht zu vergessen. Das waren ja die Extraaufgaben, die Frau Schulz uns aufgegeben hatte. Und ich glaube, wenn ich das jetzt gut anstelle, dann sollte ich die alle in der Pause schaffen. Okay. Ah, Pause! Oh, die Party geht los, Leute! Also, wer macht Musik an? Machst du? So, du machst Musik an mit deinen Handylautsprechern. Du machst das Fenster auf, weil die Leute, die draußen, die müssen auch die Musik hier hören. Was machst du? Also, ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Party machen, weil der Lehrer ist nicht da. Ja. Und los geht die Party! Und weißt du was? Wir müssen hier noch ein bisschen mehr Stimmung reinbringen, ein bisschen mehr Stimmung. Weißt du was, Leute? Wir machen jetzt die Tanzfläche. Die wird jetzt eröffnet. Alle vor die Tür! Aber wir haben nur 5 Minuten Pause, also. Dann machen wir jetzt 5 Minuten Party! Okay. Oh, endlich Pause. Ach so, so macht ihr das. Ja. Sieht ja echt cool aus, okay. Guckst du jetzt ein YouTube-Video an? Ja. Muss ich mal nachmalen. Oh, was ist das denn? Boah, das stinkt aber. Warum guckst du dir denn jetzt so ein Beauty-Video in der 5-Minuten-Pause an? Ich hatte da eine Macke drin, so. Eine Macke? Wir sind hier im Unterricht, also. Ja. Warum schminkt man sich in der 5-Minuten-Pause? Wie findest du eigentlich mein neues Parfüm? Das ist von Dior. Riecht intensiv. Wie viel hast du davon aufgetan? So 2 Liter, oder? Ich nenne das Parfüm Dusche. Riecht auch so. Du auch? Nein, danke. Da drüben ist auch noch ein freier Platz. Ich muss mal einmal kurz, weg. Ich liebe diese Farbe. Boah, endlich Pause. Was haben wir gleich nochmal? Physik. Und, letzte Stunde zum Glück. Was hatten wir da nochmal als Hausaufgabe auf? Das, was er gestern an Tafel geschrieben hat. Wir sollten das Experiment zu Ende führen, also beziehungsweise das Ergebnis aufschreiben, was es sein könnte. Genau. Oh, okay, ja. Warum was machst du denn jetzt? Ja, weil ich die Hausaufgaben noch nicht habe. Ach so. Das war aber ganz schön viel. Ich will jetzt ja nicht hier irgendwie dich beunruhigen. Wie viel hast du denn? Das waren schon 2 Seiten. Was? Das war ja schon irgendwie. Okay, ja. Kannst du mich in Ruhe lassen. Ich muss mich konzentrieren. Okay, ich glaube nicht, dass du das jetzt noch schaffst. Doch, das schaffe ich noch. Okay, good luck. Ich gehe auf. Ja, danke. Wie viele Minuten habe ich noch? Ach, die Pause, ey. Ach, boah, das ist vorbei. Endlich schön Pause. So. Und das ist wieder am Wochenende. Hallo? Okay.
du was gesagt? Ja, hab ich. Was denn? Hören? Hammer! Das ist ja 300 Dezibel laut. Boah, nee, danke. Hör mal weiter. Oh, Gott sei Dank, endlich Pause. Dann kann ich endlich mal. Mir knurrt hier schon der Magen. Das ist gut. Voll lecker. Echt lecker. Ja, ich habe gar nichts dabei. Du hast ja zwei, ne? Kann ich das andere haben? Der Tag ist aber noch lang. Ich habe Hunger, sorry. Die sind doch lecker. Ich kann doch bestimmt eins haben, oder? Du hast ja drei Stück. Ja, brech dir was ab. Ja, korrekt, danke. Und die sind auch lecker, ne? Mhm. Ja, die hab ich auch immer gerne gegessen. Mhm. Die sind ja auch noch alle drin. Da kann ich doch bestimmt eins haben, ne? Ja. Ja, perfekt, danke. Das ist die leere Packung. Ich nehme mal hier die volle, ne? Ist ja noch. Moment mal, nein, du kannst ja gerne einen rausnehmen, aber bitte, ich hab echt Hunger. Mach ich gleich. Aber wie ist das jetzt nochmal hiermit? Also. Hey, Finger weg! Aber. Endlich. Kann ich mich jetzt wieder den wichtigen Dingen beschäftigen? So, was geht denn so auf Instagram? So, liebe Schülerinnen und Schüler, die Stunde geht jetzt weiter. Also einmal alle bitte weiter in den Unterricht. Das geht auf TikTok. Oh, cool, eine neue Challenge. Mhm, das muss ich mal ausprobieren. Melissa, was soll das denn? Warum bist du noch am Handy? Was? Wieso? Wir haben doch Pause. Nein, der Unterricht geht weiter. Wie, der Unterricht geht weiter? Sind 10 Minuten schon rum? Ja. Ich bin aber gerade noch auf TikTok. TikTok, was soll das denn? Boah, endlich Pause. Zeit für die wichtigste Sache heute. Weg damit. Oh, ist das schön. So, Leute, das Fenster hier bleibt die ganze Zeit auf. Pause. Oh ja, wirklich zum Glück. Ey, ich weiß, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Hast du eigentlich von der Marianne die Jeanshose gesehen da? Ja, so peinlich. Die gar nicht. Die sitzt doch gar nicht. Die ist doch sowas von 2012 ja. Oder sowas. Ja, oder? Wirklich. Also das, ich glaube, die hat eine Wette verloren, dass sie damit ja, oder? Also ich glaube, die lässt noch ihre Klamotten von ihren Eltern rauslegen. Also das ist wirklich. Die Hose ist sogar noch peinlicher als das Outfit von Max heute, ne? Also das T-Shirt. Also ja, bei dem wundert mich jetzt auch sowieso nichts, ne? Aber das T-Shirt. Ich weiß auch gar nicht, warum der sich das so komisch da in eine Hose gesteckt hat. Nein, ne? Und die Farbe, die passt halt auch null zu Jeans. Also. Was macht der hier? Colorblocking oder was? Nee, geht gar nicht. Und ey, hast du das gerade mitbekommen im Unterricht? Also Natascha, die war da gerade so an der Tafel und die hat einfach nichts geschafft, ne? Die schafft die. Also ich bin ja schon gut im Unterricht, aber das war wirklich, oh mein Gott, war das so unangenehm. Ich bin so schäm an ihrer Stelle. Ja, und dann hat die ja noch versucht, sie beim Lehrer einzuschleimen. Oh, ja, so peinlich, dass sie nicht gelernt hat. Wirklich, ey, unsere Klasse ist so schlimm, ne? Aber weißt du was, ich bin froh, dass wir hier nicht neben Torben heute sitzen, ne? Weil, hast du mal neben dem gesessen? Nee, zum Glück nicht, warum? Ja, sei froh. Ich glaube, der hat das letzte Mal geduscht, 1990 oder so. So, endlich Pause. Auch wenn es nur 5 Minuten sind, sind ja gefühlt immer noch so 10 Sekunden, die dann Pause wirklich sind. Kann ich jetzt einmal kurz zum Bäcker gehen? Will jemand was vom Bäcker haben? Dann gibt er mir das Geld vorher. Ne? Ich leg das nicht aus. Ich hole mir ein Käsebrötchen. Aber wir haben nur eine 5 Minuten Pause. Bis gleich. Geh zum Bäcker. Ich höre nicht richtig. Das verstößt aber gegen Paragraph 18a von der Schulordnung. Man darf in der kleinen Pause, in der 5-Minuten-Pause, sich nicht vom Schulgelände wegbewegen. Und genau genommen, was hat sie das getan? Frau Meier! Da hat sich jemand verdächtig gemacht des Verstoßes gegen die Schulordnung. Finde ich nicht gut.
Oh, herrlich. Oh, erstmal frische Luft schnappen. Oh, ist das herrlich. Was gibt es Angenehmeres als Natur zu spüren? Oh, erstmal ausschütteln hier. Oh, die Beine lockern. Oh, das ist toll. Ich verstehe gar nicht die ganzen Schüler, die da in ihrem muffeligen Klassenraum bleiben. So, okay, Leute. So, ja, das war's. Das war's mit den verschiedenen Typen. Ich fand's auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, mega. Also, ist halt auch immer lustig, weil das Schöne ist ja, klar, wir acten immer so ein bisschen und übertreiben ein bisschen, ja, aber an sich kennt man wirklich alle davon, ne? Ja, das stimmt. Was fandest du am witzigsten? Also, am witzigsten... Ja, also... Die Petze war halt natürlich lustig, ja. Aber das war, glaube ich, das Einzige, was ich davon wirklich noch nie erlebt hatte, was auch ganz gut ist. Aber ich glaube, das, was man so am meisten kennt, ist, glaube ich, wirklich entweder im Handy sein, ja, oder die Leute, die essen. Ne? Richtig, ja. Und du? Ich habe mich schlapp gelacht bei der Petze, dass du da auch so ernst bleiben konntest. Ich stand ja da und ich habe mich, schlapp gelacht. Ich muss dazu sagen, Leute, auch wenn ich da vielleicht aufgegangen bin in der Rolle, habe ich selber... Das ist voll deins, ne? So. Ja, aber nur weil ich gut schauspielern kann, habe ich selber natürlich nie gemacht, ne? Also, dass das klar ist. Ja, Leute, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Typ ihr am witzigsten fandet und ob wir vielleicht auch jemanden noch vergessen haben. Bestimmt. Ja. Mich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Falls noch nicht passiert, natürlich abonnieren. Mhm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye.